Avengers 5, The Kang Dynasty, wird das nächste ganz große Avengers-Spektakel im MCU, soll im Mai 2025 kommen und quasi die Vorbereitung sein für Avengers 6 Secret Wars, so ähnlich wie das mit Infinity War und Endgame damals lief. Den Release-Termin nehmt ihr lieber mit ein bisschen Vorsicht zur Kenntnis, der wird mit Sicherheit noch deutlich nach hinten verschoben. Das heißt für uns aber, wir haben 2 oder 3 Jahre, in denen wir jetzt ganz wild spekulieren können, was in Kang Dynasty passieren wird. Wir gucken da heute mal ein bisschen genauer drauf. Ich habe da ein paar Ideen, es gab auch ein paar Leaks und ein paar so interne MCU-Informationen. Das heißt hier eine Spoiler-Warnung. Vieles ist Spekulation und reines Wunschdenken, aber manches kann natürlich auch stimmen. Es können aber auch White Lies sein, also gezielt gestreute Falschinformationen. Aber hier und da und dort haben wir ja bisher immer ganz gut getroffen in der Vergangenheit. Also seid so ein bisschen gewarnt, aber vor allem herzlich eingeladen, mit mir ganz wild zu spekulieren. Ich habe richtig Bock, lasst uns loslegen. Ja, fangen wir also an mit den diversen Mitgliedern der neuesten Iteration des Avengers-Teams und da hätten wir als erstes mal gleich dann natürlich Captain America, also Sam Wilson, sowie Loki und Sylvie und Ant-Man und die Wasp. Diese 5 sind nämlich dann dank Phase 4 die mit Kang schon am vertrautesten Helden, ja, und werden daher die Hauptrollen in Kang Dynasty spielen. Ähnlich wichtig werden dann noch Captain Marvel gemeinsam mit Wonder Man und Shang-Chi. Carol Danvers und Simon Williams werden vor allem den Auftrag haben, Shang-Chi und seine 10 Ringe zu beschützen, denn hinter denen ist Kang her, was ich euch schon vor Wochen prophezeit habe, dazu dann gleich mehr. Die Hilfe von Clint Barton aka Hawkeye ist natürlich ebenfalls erwünscht. Erstmal bekommen sie aber nur Kate Bishop, die dann ihrerseits Clint Barton aus dem erneuten Semi-Ruhestand sozusagen rausholt. Spider-Man ist natürlich auch dabei, der ist ja jetzt nochmal für 6 Filme quasi bestätigt, also für den Auftritt in Kang Dynasty und in Secret Wars, für nochmal 3 Spider-Man-Solo-Filme und einen Auftritt in Daredevil Reborn oder was heißen. Dementsprechend soll er da auch schon auftauchen und dann im Film tatsächlich eben auch mit Daredevil auftauchen. Er geht dann quasi mit Mac Murdock gegen Kang ins Feld. Dr. Strange und die aus dem Abspann von Multiverse of Madness bekannte Clea sind auch dabei und spielen eine enorm wichtige Rolle, die werden so die Rahmenhandlung wohl überhaupt vorgeben, denn die beiden machen sich eigentlich auf, um eine sogenannte Incursion zu stoppen, das kennt man aus den Comics und ist, wenn 2 Parallelwelten zusammenstoßen. Die sind also wohl in einer anderen Dimension, könnte die Dark Dimension sein, denn Clea ist ja die Tochter von Dormammu und da entdecken sie eben dann Kang und seine Machenschaften und wollen den aufhalten. Natürlich auch wichtig aus Phase 4 ist dann Miss Marvel mit ihren Armbändern und die stammen wie die Ringe von erst dem Mandarin und dann eben Shang-Chi aus dem alten multiversalen Krieg, der auch am Ende der Loki-Serie von He Who Remains erklärt wird und das sind eben mächtige Artefakte, die will der gute Kang wiederhaben. Deswegen geht's in dem Film einerseits darum, Kang-Varianten zu stoppen und andererseits zu verhindern, dass einer von denen die Ringe und die Armbänder kriegt. So, natürlich ist die olle Blitzbirne Thor auch dabei, das heißt, da wird wieder rumgeblödelt, juhu. Und wenn wir schon beim Thema sind, auch She-Hulk ist dabei. Wo Bruce Banner ist, ist unklar. Man weiß nur bisher, also laut diesen Gerüchten, die so rumkursieren, dass er nicht im Film ist. Der ist mal wieder irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht zurück auf Sakaar, I don't know, aber er ist nicht im Film. Es gibt im Hintergrund einige Gerüchte, dass sich Disney bald mit Universal wegen der Hulk-Lizenzen einigen könnte. Ja, deswegen gibt es ja keinen Hulk-Film oder keine Hulk-Serie, weil der Hulk per se, die Rechte an diesem Charakter liegen immer noch bei den Universal Studios. Oder Universal Studios, ja, entschuldigt. Und Universal Studios. Und da liegen die Rechte eben und deswegen gibt es da bisher ganz lange keine Einigung. Und Disney hat auch nicht so richtig Bock, irgendwie was zu machen. Dann wiederum gab es in den Marvel Comics jetzt einige relativ starke Hulk-Serien, zum Beispiel Immortal Hulk von Al Ewing oder jetzt aktuell eben die neue Hulk-Reihe von Marvels Lieblingsautorenkind gerade, Donny Cates. Von dem her also mal gucken, was da so kommt. Aber erstmal ist er jedenfalls nicht im Film. Natürlich ist auch Shuri's Black Panther dabei und sie soll auch eine Schlüsselrolle spielen. Macht auch Sinn, denn sie ist ja jetzt so praktisch der Techie im Team, oder? Gemeinsam mit Riri Williams, so der Stark-Ersatz. Und dann werden wir eben auch noch sehen, wie Moon Knight, Blade und die Scarlet Witch, sowie Jack of Hearts. Also man hört immer nur von Jack, das müsste dann Jack of Hearts sein, aber die sollen alle dabei sein. Welche Wanda,
Das weiß man noch nicht. Also ist es jetzt die so semi-totgeglaubte Erde 616 Wanda oder ist es die Version aus der Parallelwelt Erde 838? Das muss man noch sehen. Und auch der Schauspieler für Jack of Hearts ist bisher nicht mal besetzt. Aber diese vier ziehen dann ins antike Ägypten, um Ramatut zu besiegen. Eine weitere Kang-Variante, die eben zu unserem Pharao geworden ist und von denen es noch mehr geben wird. Dazu kommen wir dann gleich im Plot-Part dieses Videos. An Avengers haben wir dann noch War Machine, Ironheart und Rescue, aka Pepper Potts, und die haben davor ja schon die Armor Wars Serie und dort wird es nochmal viel auch um Harley Keener gehen. Das ist der kleine Junge und das Genie quasi aus Iron Man 3, der dann in Endgame auch auf Tony Starks Beerdigung ist. Aber der ist nicht, wer er zu sein scheint. Dazu gleich mehr. Und eins der Highlights soll dann Reed Richards werden. Wer genau den spielt, ist auch noch unklar. Von John Krasinski würde ich nicht ausgehen. Die Variante ist ja erstmal im Grunde von Wanda erledigt worden, ja. Aber er soll auftauchen, wenn dann Doctor Strange sein eigenes neues Illuminati-Team gründen will, das dann im Film aus Strange, Richards, Captain Marvel, Deadpool, Loki und Ant-Man bestehen soll. Da bin ich echt mal gespannt. Das ist eine schräge Kombo. Ebenso gespannt bin ich auch auf den angeblichen Nova-Cameo, der für den Film vermutet wird. Ihr merkt schon, ich bin ganz zappelig. Das klingt alles fast zu gut, um wahr zu sein. Von dem her gucken wir uns mal kurz den vermeintlichen Plot an, der laut Leak so oder so ähnlich kommen könnte. Hey Schatz! Schau nicht so blöd! Was machst du hier mitten in der Nacht dort? Nicht im Bett. Nix. Hast du etwas schon wieder Comics bei Pascals Comickiste gekauft, du Lump? Nein. Und was sind das dann für Comics? Die hatte ich schon, ja. Und warum ist der da noch eingeschweißt? Ich stell mir die nur zur Deko ins Regal. Jetzt? Ja. Mitten in der Nacht? Ja. Und noch um nackig? Ja. Na schön, aber wehe du lügst, dann schneide ich dir die Eier ab. Mark lebt gerne gefährlich, aber wer will es ihm verübeln? Unter www.pascalscomickiste.com findet er alle seine Marvel- und DC-Omnibusse, Absolutes und Deluxe Editions. Die neuesten Events, Backkatalog, Pre-Order und Out-of-Print-Raritäten zum besten Preis. Da muss man einfach zuschlagen. Hey, wer ist? Wer ist da? Niemand. www.pascalscomickiste.com. Link in der Videobeschreibung. Hallo? Also der Plot von Avengers 5 Kang Dynasty ist, wie gesagt, schon alleine deswegen nicht in Stein gemeißelt, weil Autor Jeff Loveness ja noch beim Schreiben des Skripts ist. Aber es gibt natürlich Pläne, was alles da rein soll in dieses Skript, und das Leak behauptet eben, diese Pläne zumindest aus dem internen MCU-Umfeld gehört zu haben. Es soll also wie folgt ablaufen: Doctor Strange und Clea versuchen die vorhin schon erwähnte Incursion, also den Zusammenstoß von zwei Realitäten, bei denen beide zerstört werden, ja, zu verhindern. Und stolpern dabei in irgendein Universum, in dem sich Kang befindet. Und zwar Kang Prime. Ja, das ist auch noch wichtig, ja? Also die Version aus Ant-Man and the Wasp Quantumania. Der ist nämlich der ultimative Bösewicht. Ihm gegenüber steht dann in Kang Dynasty eine andere Kang-Variante, die sich selbst nur Nathaniel nennt. Das macht Sinn, denn sein Name ist Nathaniel Richards und er ist im Grunde ein weit in der Zukunft geborener Nachfahre von Reed Richards. Nachdem diese Zukunft von dessen zeitreisendem Vater, der auch Nathaniel Richards heißt, befriedet und in ein Utopia verwandelt wurde. Wenn ich jemals dazu komme, ja, mache ich euch noch das Spot-on zu Kang. Ich habe es ja in Aussicht gestellt, es ist auch so grob in Arbeit im Hintergrund, aber es ist halt eben viel Arbeit, ja. Weiter im Text oder eben im Plot, Strange und Clear entkommen auf Erde 616 und wollen da dann ihre eigene Version der Illuminati gründen, um Kang zu stoppen. Und dabei nehmen sie dann eben verschiedene Leute ins Team auf, unter anderem Carol Danvers, Sam Wilson, Deadpool, Loki, Reed Richards, Nathaniel und Scott Lang. Kang spürt die aber alle auf, natürlich, kommt auch auf Erde 616 und da ist dann die, ja, das Pupu am Dampfen. Ich habe Angst vor dem YouTube-Algorithmus, deswegen will ich das Wort nicht aussprechen. Ja, und es dampft aber und es gibt ordentliche Kämpfe und alle kriegen ordentlich auf die Mütze, denn es stellt sich heraus, wie wir es ja im Vorfeld vermutet haben, Shang-Chis Ringe und Miss Marvels Armbänder sind Artefakte aus dem alten, multiversalen Krieg und die haben teilweise auch interdimensionale Eigenschaften, also können zum Beispiel Charaktere aus anderen
anderen Multiversen in ihr eigenes Universum ziehen und so Kram. Deswegen will Kang das unbedingt wiederhaben. Klar, ne? Das macht es ihm leicht, die anderen Kang-Varianten zu finden und zu sich zu holen. Captain America möchte seinerseits ebenfalls ein Team zusammenstellen, das aber eher so schlagkräftig orientiert ist, und dabei soll ihm Scott Lang helfen. Der rekrutiert natürlich erstmal die Wasp und dann eben Clint Barton, Kate Bishop, Thor, Spider-Man und Daredevil, und da platzt dann Kang wohl schon in die Realität. Ich habe gehört, das soll irgend so ein ganz normaler Straßenkampf sein, bei dem Daredevil und Spider-Man gerade zusammenarbeiten, und dann kommt Kang und tritt erstmal alle Böse weg. Also Drehbuchautor Jeff Loveness deutete an, dass einige Avengers im Film sterben werden. Er hat richtig gesagt, so für die Gorehounds, da gibt es so einen kleinen Film namens Kang Dynasty, die werden sich freuen. Also ich bin ganz doll gespannt, wie viel Drama hier dann am Ende herrschen wird. Aber gerade für Scott Lang oder Hawkeye sehe ich ganz doll schwarz, dass sie den Film überleben. Parallel zu dem oder zu diesen Ereignissen sucht Kang eben seine diversen Varianten auf, damit die ihm beistehen. Das dürfte ein eigener, interessanter Plot werden, bei dem wir auch erfahren, wieso die anderen Kang-Varianten, Immortus, Scarlet Centurion, Ramatut und so weiter, den Kang Prime überhaupt ins Exil verbannt haben. Wer ist da der Böseste von allen? Gibt's da auch einen Guten oder was ist denn da los? Denn der Film soll laut dem MCU-Umfeld wirklich Kangs Film werden, so wie Infinity War ja irgendwie Thanos' Film war. Ich bin auch gespannt, auch in den Phasen 5 und 6 dann jetzt eben, ob sie es hinbekommen, dass Kang wirklich so unglaublich bedrohlich wird, wie es in den Comics ist. Man hat ihm halt seine ureigenste Waffe, die Zeitreise, was ihn einfach so brutal gefährlich macht, ja. Das hat man halt für Thanos verheizt in Endgame, und damit nimmt man sich einfach viele Möglichkeiten, und wenn du immer nur diese Varianten hast, und das werden wir, glaube ich, jetzt in Phase 5 wahnsinnig oft sehen, die werden dann immer jeweils individuell besiegt und dann wirken die auch total redundant und austauschbar. Das sind beides Beschwerden, die aber in diversen Interviews von Jeff Loveness schon geäußert wurden. Ja, also der sagte auch, das sind jetzt die guten Nachrichten, dass es ihm am Skript am meisten Spaß macht, Namor zu schreiben. Ja, der müsste also auch irgendwann irgendwo auftauchen, aber wie und wo ist komplett unbekannt, und Darsteller Tenochtitlan hat gesagt, er hätte mega Bock, so schreibt alle an Marvel, damit das wahr wird, aber gefragt hat ihn bisher niemand. Also nun kann der natürlich erstmal viel behaupten, das machen die ja immer, aber es könnte auch heißen eben, dass das wirklich nur Gerüchte alles sind bisher, ja? Während Kang also nach Varianten sucht, trifft er dann auch auf Rhodey, Riri Williams und Pepper Potts, und die trainieren seit der Armor Wars Serie oder seit dessen Ende wahrscheinlich mit Harley Keener, damit der auch ein Superheld wird, auch in irgendeiner Rüstung wahrscheinlich, und dann stellt sich heraus, dass Keener ja auch eine Kang-Variante ist, eben die von MCU Erde 616, praktisch die Iron Lad Version des MCU-Universums, und wendet sich dann auch sofort gegen die Helden und entkommt gemeinsam mit Kang. Puh, das wird dann quasi so der erste so Heartbreaking-Moment, wisst schon so. Als nächsten Move schnappen sich dann genau diese beiden, also Kang und Iron Lad, Kamala Khan und ihre Armbänder, während Daredevil ins Gericht zur She-Hulk kommt und sie mit an Bord holt. Und parallel dazu kommt dann eben wohl Reed Richards zu den neuen Illuminati, und irgendwo da taucht dann auch Nova auf, der irgendwie von all dem in seinem galaktischen Newsfeed gehört hat und jetzt auch helfen mag. Das ist so der ganz große, grobe Plot. Ich finde es eigentlich, es klingt ganz okay. Ein paar Sachen klingen so gut, um wahr zu sein. Gerade der ganze Moon Knight-Kram, das sehe ich eher in der zweiten Staffel der Serie vielleicht. Und muss man mal gucken. Aber wichtig ist wohl, und das glaube ich in der Tat, dass am Ende natürlich erstmal so ziemlich alle Helden von Kang besiegt werden. Ein paar werden auch draufgehen und Kang erobert sofort mehrere Dimensionen. So, die haben so richtig verkackt. Dagegen ist das Verkacken gegen Thanos gar nichts. Oder gut, der hat das halbe Universum ausgelöscht, das toppst du natürlich nicht, ja, aber es soll so ein ähnlicher, fataler, schmerzvoller Moment werden. Und das ist dann auch der Grund, warum die überlebenden Helden gemeinsam mit Nathaniel, also dieser guten Kang-Variante, die ihnen hilft, ja, neue Avengers im sechsten Teil namens Secret Wars dann eben aus verschiedenen Dimensionen rekrutieren müssen, weil es auf ihrer Erde nicht mehr so viele gibt. Da gibt es dann extrem viele Castinggerüchte, darüber können wir ein eigenes Video dann machen. Da schwirren Namen rum wie Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, alle drei Spider-Man-Versionen plus Miles Morales und die X-Men, die dann am Ende quasi auch alle in der MCU-Erde in diesem Universum verbleiben, aber da ist ja praktisch alles möglich, auch so Späße wie Tom Cruise als Superior Iron Man oder Robert Downey Jr. als Superior Iron Man. Naja, das ganz große Ende der Geschichte, wenn es euch interessiert, wenn nicht, haltet euch jetzt kurz die Ohren zu, macht la 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 la. Das ganz, ganz, ganz große Ende von Phase 6 von Secret Wars soll dann im Grunde sein, dass am Ende Kang besiegt wird und die TVA wieder dabei hilft, eine Sacred Timeline herzustellen. Und weil das dann passiert, schließt sich so ein Kreis,
in dessen Folge Nathaniel dann eben zu He Who Remains wird, den man in der Loki-Serie kennengelernt hat, und dann schließt sich der Kreis. Oder öffnet sich erneut, falls, was ich sau lustig fände, Sylvie ihn sofort nochmal umbringt. Das fände ich total geil, so ein Gag, dass dann im mega Schnelldurchlauf diese ganzen 3,5 Stunden nochmal so abgespielt werden und wieder an dem Punkt enden. Also das fände ich absolut großartig. Aber naja, lasst mich wissen, ob ihr Spaß hattet mit dem Video. Was glaubt ihr, dass wirklich kommt? Findet ihr den Plot gut? Das Team gut? Oder findet ihr irgendwas doof so? Lasst es mich wissen und dann quatschen wir ein bisschen drüber. Ich sag nochmal, danke fürs Einschalten, passt auf euch auf, bitte bleibt gesund und auf Wiedersehen.